Jo, was geht ab, liebe Leute? Wir spulen ein bisschen zurück in diese Zeit, wo wir das mit dem Toastbrot gemacht haben. Und leider Gottes nehmen meistens die Leute das als ernst auf. Ich versuche es jetzt, wie es nur geht, zu erklären. Ich bin kein Sänger, Selina ist keine Sängerin. Und wir haben diesen Toastbrot-Song einfach aus Just for Fun gemacht. Nicht, dass jetzt die Leute sagen, ach, ihr könnt ja nicht singen und pipapo und tralala. Ich bin kein Sänger. Ich bin kein gar nichts. Okay, man hat den Song vielleicht gemacht. Vielleicht generiert man damit Geld oder auch nicht. Okay, alles schön und gut. Aber ich sehe mich persönlich nicht als Sänger oder sonst was. Sage ich euch offen ehrlich. Weil ich bin immer noch hier auf TikTok. Ich mache meine Video-Contents. Ich mache meine Livestreams. Aber liebe Leute, es gibt da draußen so viele Leute, die sagen, ja, die können ja nicht singen oder sonst was. Ich persönlich, ich gebe sogar zu, dass ich nicht singen kann. Oder wenn ich singen könnte oder sonst was, würde ich niemals so viel Energie in so einen Song reinstecken. Und es war nicht mal mit viel Energie, sondern weil das einfach nur just for fun war. Wir haben uns ein Video mit eigener Hand erstellt. Wir haben Toastbrot über eine eigene Hand erstellt. Es war viel Arbeit, ja. Ne, sage ich direkt so, wie es ist. Es war viel Arbeit, aber ihr habt es euch gewünscht und ich und Sinn haben es in die Tat umgesetzt. Aber man sieht ja, leider Gottes, viele Leute da draußen, die denken halt, dieser Toastbrot-Song war auf Ernst angelegt. Aber wirklich auf Ernst. Okay, irgendwann hat dann natürlich Sören unseren Song nochmal in einer anderen Version gemacht. Dafür bedanke ich mich ja, ne, einfach mal ein bisschen andere Strophen vielleicht zu benutzen oder einen anderen Beat. Okay, viele Leute feiern den vielleicht nicht. Ist ja eure Meinung. Es ist ja rein eure Meinung. Ihr könnt ja eure Meinung so vertreten, wie ihr die wollt, ne. Ich sag nicht, ihr müsst diese Songs lieben. Aber ich verstehe halt, nicht, warum die meisten Leute das halt dann als ernst nehmen. Leute, TikTok ist auch Spaß. Das war auch früher auch Spaß. Man hat hier getanzt. Aber heutzutage, man sieht, wie viel Fitner hier auf dieser App ist. So viel Fitner gab es früher nicht. Und früher gab es nicht TikTok. Ihr wisst selber, was vor TikTok war. Aber den Namen will ich ja nicht in den Mund nehmen. Den Namen, wo vor TikTok war, war genauso eine Spaß-App. Da haben die Leute getanzt von morgens bis abends, haben Video hochgeladen. Und genau das ist die App. Und keine App, wo man Fitness betreiben muss. Und keine App, wo man zwischen Familie oder sonst was Stress macht. Oder dass die einen auf die anderen sagen, ich bin hochnäsig, du nicht. Ja, liebe Leute, aber Spaß beiseite jetzt. Es war kein Ernstsong, der Toastbrot. Es war nur ein Just for Fun Song. Und ich hoffe, damit, dass die viele Leute sich jetzt einfach mal ein bisschen abregen und nicht jedes Mal auf die Goldwogen legen, dass sie jedes Mal sagen, ach ja, Pascal und Selina, die können ja nicht singen. Ich gebe zu, genauso wie es Selina zugibt, dass wir nicht singen können. Und ich hoffe, jetzt sind die ein oder anderen glücklich. Ja, zeigt mir eine Person, wo singt, und das sind auch die Sänger, wo einen Plattenvertrag haben, wo 1 Million verdienen im Jahr oder im Monat, keine Ahnung, das sind für mich Sänger. Und in diesem Sinne, liebe Leute, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, bleibt gesund und munter, nächsten Videos sind in Planung, und jetzt erstmal haut rein, euer Pascal, ciao, ciao.